Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diesmal zu einem Thema, das ich auch hier einfach mal kurz besprechen will nochmal. Das ist ein Thema, was die Leute, die mir auf Instagram folgen, auch in den Instagram-Stories, als es passiert ist, da so ein bisschen gesehen haben. Ich habe mich dazu geäußert. Ich finde das auch wichtig. Ja, wie ihr am Titel wahrscheinlich schon lesen werdet, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es wortwörtlich nenne, aber das Video wird irgendwie sowas heißen wie irgendwie so Creighton lehnt einen Gewinn ab oder lehnt einen Comic-Gewinn ab. Ja, was ist denn da los? Das macht man doch normalerweise nicht. Also wenn man was gewinnt, dann freut man sich und ist glücklich. Und natürlich, ich auch, wenn ich was gewinne, dann bin ich auch glücklich. Also jeder freut sich darüber, wenn er was gewinnt. Aber in dem Fall, musste ich das ablehnen. Und ich denke, dass das auch die richtige Entscheidung war. Und dazu will ich eure Meinung dann nochmal haben. Bitte hier in die Kommentare natürlich schreiben. Und zwar ehrlich schreiben, wie ihr euch verhalten hättet. Einfach reinschreiben, wie ihr euch ehrlich verhalten hättet. So, das Ganze war auf Instagram. Ich wurde, ich wurde informiert, man kriegt ja Nachrichten, wenn man in irgendwelchen Stories bei anderen Leuten erwähnt wird, kriegt man ja von Instagram eine Nachricht drüber. Und so ist es bei mir auch gewesen und das passiert ja auch öfter. Ja, ich werde öfter irgendwo erwähne Leute, ihr kennt das Spiel. So, ich wurde erwähnt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Creighton78, so heiße ich bei Insta, wer das noch nicht weiß. Weil einige ja hier neu zugekommen sind, wissen die das vielleicht noch nicht. Creighton78 heiße ich da. Also Creighton78, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ja, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Dann geht natürlich so ein Chat auf, wo das halt diese Nachricht kommt. Also die Leute, die Insta benutzen, wissen das. Der dich erwähnt hat, mit dem hast du dann auch praktisch so einen Chat, in dem wird dann angezeigt, du wurdest in der Story erwähnt. Und in dem Fall waren das die lieben Comichelden. Da werde ich euch sowohl das Instagram von denen hier auch mal einblenden und in die Beschreibung verlinken. Da könnt ihr gerne mal auf der Instagram-Seite vorbeischauen bei denen. Gerne abonnieren. Extrem nette Leute, wie ich in diesem Fall halt kennengelernt habe. Auf jeden Fall, dann haben die noch so einen Online-Shop. Das ist halt so ein Shop, die verkaufen Comics. Den werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken, sowohl den Online-Shop als die Instagram auch nochmal. Auf jeden Fall, ich habe dann halt mit denen geschrieben. Ich sage, ja, herzlichen Dank, aber ich war ganz überrascht. Weil ich hatte an gar keinem Gewinnspiel in der letzten Zeit teilgenommen und habe trotzdem was gewonnen. Das muss mir mal einer nachmachen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, herzlichen Dank, aber ich bin total überrascht. Ich habe halt an gar keinem Gewinnspiel in letzter Zeit teilgenommen. Und ja, dann sagten die halt, ja, willst du jetzt den Gewinn nicht haben oder du hast doch teilgenommen. Ja, ich sag doch, natürlich würde ich schon, klar, wenn ich was gewonnen habe, ein Comic. In dem Fall geht es sogar um zwei Comics, die ich auch gleich mal zeige. Ja, da natürlich will man das dann haben. Dann habe ich aber, ich wusste halt nicht, worum es geht. Dann haben die gesagt, ja, aber du hast ja kommentiert. Ich kommentiere oft und viel bei Leuten, denen ich folge, wo mich der Content interessiert und so weiter. Auf jeden Fall haben die mir geschickt, worum es ging. Und zwar ging es um einen Beitrag bei Heroes Corner 6. Das ist ein langjähriger Abonnent, auch von mir, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte auf der Kölner Comic-Messe. Auf jeden Fall hatte ich bei ihm kommentiert, das stimmt. Ich wusste auch, dass er mit dem Comic-Shop zusammen ein Gewinnspiel macht. So gesehen wusste ich das schon. Da ging es halt um zwei Comics. Und ich habe halt drunter kommentiert, dass ich die sehr empfehlen kann, dass die absolut klasse sind. Und also ich habe mich für die Comics ausgesprochen. Jetzt hat aber der Comic-Shop das so aufgefasst, als würde ich bei dem Gewinnspiel mitmachen. Habe ich aber nicht, weil es um diese Comics hier geht. Und zwar einmal, und zwar auch in dieser Version von Eagle Moss, diese dicken Brecher, einmal den Prolog zur Blackest Night und dann den Krieg der Green Lanterns. Das ist halt
Der zweite, also um diese beiden dicken Hardcover ging es. Das eine hier ist halt, wie der Name schon sagt, der Prolog zur Blackest Night. Es ist aus dem dem berühmten Geoff Johns Run an Green Lantern, den ich absolut empfehlen kann. Das spielt nach der Blackest Night und ist praktisch auch aus dem Geoff Johns Run noch und ist das letzte, würde ich sagen, das letzte Green Lantern Großereignis, bevor es dann in die New 52 ging, aus dem Jahre 2011. Das ist halt irgendwo davor anzusiedeln, 2009, 2010 so. Ja, und wie ihr seht, habe ich die beiden Dinger nämlich schon. Und jetzt habe ich halt dann dem Comic, den Comic-Helden geschrieben, ja, ich hätte halt die beiden Comics und es wäre halt schön, wenn sie diese nochmal verlosen könnten. Ich müsste das dann leider ablehnen, weil ich habe die ja schon. Auf jeden Fall hat sich dann per Sprachnachricht eine Dame von diesem Comic-Shop gemeldet und halt sich bedankt, dass ich das so ehrlich sage. Und ja, dann würden sie es nochmal sozusagen, also nochmal losen, dass jemand anderes es gewinnen kann. Und haben halt ein bisschen haben wir dann noch über dieses Thema gesprochen. Ja, Freunde, ich finde, also die haben sich halt bedankt, dass ich das so ehrlich sage. Ich finde, das ist absolut richtig. Natürlich hätte ich, wo ich das gesehen habe, sagen können, cool, habe ich gewonnen. Dann hätten die mir das geschickt, umsonst. Und dann hätte ich das natürlich verkaufen können. Weil, wie sie richtig sagte von dem Comic Shop, die sind ja sehr beliebt. Sind sie auch, weil es halt der Geoff Johns Run ist und der halt absolut zu empfehlen ist. Und sie sind vor allem sehr teuer. Sie sind sehr teuer heutzutage. Das sind ja ältere Dinger, die jetzt bei Eagle Moss natürlich nicht erst 2010 und 2011 rauskamen, sondern später. Das weiß ich jetzt hier gar nicht, wann Eagle Moss die rausgebracht hat, aber auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, die Sachen sind extrem, also die sind nicht mehr so im normalen Handel zu finden. Die muss man halt gebraucht kaufen. Oder wenn so ein Comic-Shop wie die Comic-Helden die noch hat in Neuzustand, dann dort. Aber die gibt es halt nicht mehr so locker zu finden. Und wenn man sie findet, dann sind die recht teuer. Die werden recht teuer gehandelt. Das heißt, ich hätte natürlich sagen können, cool, habe ich gewonnen, schicken die mir zu, hätte ich die verkaufen können und jede Menge Geld machen. Also schon ordentlich an Geld. Also für die beiden Dinger kannst du schon einiges kriegen. Die sind die waren auch im Originalpreis halt auch, glaube ich, 30, 40 Euro. Das sind ja halt so dicke Hardcover. Selbst da, das ist Geld, was ich dann praktisch so mitnehmen könnte. Aber die werden auch über Coverpreis gehandelt. Das heißt, da wäre noch viel mehr drin. Das heißt, also sagen wir nach Coverpreis schätze ich mal so 80 Euro insgesamt, aber da würde man dann drüber liegen. Ja, aber das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, weil das ist nicht richtig, weil ich bin sowieso begeistert davon. Klar, wenn ich die noch nicht gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall den Gewinn angenommen. Das wäre ja, die habe ich auch lange gesucht. Ich habe da auch lange gesucht, wann ich sie wie wo kaufen kann. Das Ganze gibt's ja auch kam ja auch bei Panini. Die sind auch super teuer. Das kam ja in etlichen Trades da. Und auch in dieser Eagle Moss Version sind die recht teuer. Ich wollte ja diese wichtigen Versatzstücke vom Geoff Johns Run, den ich nicht absolut lückenlos habe, den ihr aber auch in meinem Green Lantern Leserun nach und nach erleben werdet. Da werde ich ja über diese Sachen auch nochmal sprechen. Den habe ich halt nicht ganz komplett, aber so die wichtigsten Sachen habe ich mittlerweile. Und natürlich hätte ich das dann genommen. Aber unter den Umständen fand ich halt, dass das nicht richtig ist, das zu nehmen. Und ich bin auch sicher, dass einige das wahrscheinlich genommen hätten und dann verkauft hätten. Weil das halt bares Geld ist. Aber ich würde mich mehr freuen oder freue mich mehr für den oder diejenige, die das jetzt gewinnt. Weil, warum soll ich das machen? Ich habe die schon, ich habe da auch lange nachgesucht. Wie gesagt, den habe ich schon etwas länger, aber den hatte ich irgendwann zuletzt nochmal irgendwo gekauft, vor einem oder zwei Jahren. So lange habe ich den noch nicht. Und ja, natürlich, super Sachen und natürlich hätte ich jetzt das Geld machen können. Aber das ist nicht richtig und ich appelliere an alle Leute, wenn ihr in so einer Situation seid, macht es nicht.
Gebt offen zu, wenn ihr es schon habt, dann habt ihr halt nicht gewonnen. Ist natürlich schön. Außerdem habe ich ja an dem Gewinnspiel noch nicht mal teilgenommen, weil ich ja wusste, dass ich diese Sachen hatte. Ich wusste nur nicht, als es dann aufkam mit Gewinnen, dass es sich darum handelt, weil ich da kommentiert habe. Ich habe dort kommentiert, dass es halt sich absolut lohnt, diese Sachen zu haben. Das tut es auch. Also meiner Meinung nach, weil Geoff Jones an Green Lantern, das ist somit das Optimum, was es an Green Lantern gibt, mit Ausnahme vielleicht noch von dem, was ihr aber auch als nächstes bei meinem Laser Run sehen werdet, mit diesen Sachen aus den 70ern, wo er mit Green Arrow unterwegs war, das setze ich auch sehr hoch an, aber ansonsten den Geoff Jones Run, der ist schon außergewöhnlich. Ja, so viel zu dem Thema. Creighton hat also einen Gewinn abgelehnt. Schreibt E-Mail mal rein, wie ihr gehandelt hättet, was ihr dazu sagt. Auch wenn jemand wirklich sagt, ja, ich hätte das doch eingestrichen, weil ich brauche das Geld oder was weiß ich. Schreibt das ruhig rein. Also ich würde es nicht machen und ich finde das auch nicht gut, aber schreibt das auch ruhig ehrlich rein. Ich reiß euch ja nicht den Kopf dafür ab, aber ich finde, so ist das ganz gut. Und die Dame von den Comic-Helden, die meinte nämlich auch, dass sie auch schon mal so eine Situation hatte, wo jemand auch was bekommen hat und das dann auch doppelt hatte. Und der hat es dann halt verlost für seine Zuschauer, ich glaube auch wahrscheinlich auch ein YouTuber oder Instagrammer, auf jeden Fall für seine Abonnenten dann verlost, also dass sie zweimal jetzt diese Sache erlebt hat, dass jemand das so macht wie wir. Und das finde ich auch eine coole Idee, wenn sowas mal passiert, dass man etwas bekommt, was man dann doppelt hat, dass man es auch dann verlost an euch Zuschauer zum Beispiel. Ne? Sowas finde ich auch gut, aber in dem Fall hier habe ich halt da anders gehandelt. Eine andere Sache ist noch, das fällt mir gerade noch ein, deswegen ist das Video auch noch nicht ganz zu Ende. Ich hatte auch überlegt, ich weiß, dass jemand, ich nenne aber hier nicht den Namen und so, aber ich weiß, dass jemand die auch ganz gut gebrauchen könnte. Der hat die nämlich noch nicht. Natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, ja, ich nehme das und ihm dann zuschanzen sozusagen, weil er hat sich auch sehr gefreut. Aber auch das ist letztendlich ja nicht richtig, weil ich ja einen Vorteil dadurch habe, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich bräuchte es nicht. Und hätte es dann einer bestimmten Person zugeschanzt, die natürlich für mich dann die Person ist, wo ich sage, ja, der soll das bekommen oder die Person soll das bekommen. Aber weiß ich nicht, habe ich mich auch nicht so gut mitgefühlt. Habe halt direkt, ich muss da gar nicht drüber nachdenken, direkt entschieden, dass ich nicht das annehmen kann und dass sie das wieder zur Verlosung aussetzen. Und ich weiß nicht, ob mittlerweile es einen Gewinner gibt, wahrscheinlich schon. Ja, auch gerne, die Comic-Helden können hier auch gerne mal drunter kommentieren. Denen werde ich das auch zukommen lassen, weil ich denen schon gesagt habe, dass ich nochmal ein kurzes Video drüber mache. Haben sie sich auch sehr gefreut. Wie gesagt, ich bin jetzt von denen nicht gesponsert oder so, sonst würde ich das ja hier angeben. Ich mache einfach jetzt so Werbung für die, weil die einfach auch extrem nett sind und der Kontakt halt extrem nett war und das alles super. Deswegen, warum soll ich nicht was Positives sagen? Schaut mal bei denen ruhig vorbei. Ich werde mich auch mal mit der Seite auseinandersetzen, weil ich die vor dem Gewinnspiel tatsächlich auch noch nicht so richtig kannte. Und ja, vielleicht haben die auch so mal was für mich, was ich da kaufen kann, ne? Natürlich. Weil der Kontakt war, wie gesagt, sehr gut. Und ja, so viel dazu. Und dann sage ich mal, ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen 3. Oktober. Das soll nämlich heute kommen, das Video, wenn ich es schaffe. Und ja, ist ja Feiertag und dann genießt den oder ansonsten genießt das Wochenende, falls ihr es dann erst seht oder was weiß ich, den Abend, den Morgen, den Tag. Gerne liken das Video, gerne mich abonnieren, wenn ihr ganz neu hier beim Kanal seid. Wie gesagt, alles rund um Comics, Hörspiele und so weiter. Und so Real Talk Videos wie dieses hier. Ja, dann bedanke ich mich und sag mal bis zum nächsten Video. Ciao.